Hallo, hallo, mein Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Prost! Na, das ist aber kein schöner Eindruck, den du hier hinterlässt. Klasse. Okay, das Video fängt schon super an. Hallo, hallo, meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute ist der kleine Liam mit am Start. Der Liam, der ist jetzt 3 Wochen alt und ganz, ganz viele von euch hatten sich ein Video zu den Geschenken gewünscht, die er zur Geburt bekommen hat. Und deshalb drehe ich das heute sehr, sehr gerne für euch ab. Vielleicht dient es als Inspiration für euch, vielleicht seid ihr bald eingeladen zu einer Taufe oder jemand von euch im Bekannten- oder Freundeskreis bekommt auch ein Baby. Dann habt ihr jetzt hier schon mal ein paar tolle Ideen, die ihr gleich sehen werdet. Es ist für jeden was dabei, also für jeden Geldbeutel, denn es kommt natürlich immer darauf an, in was für einem Verhältnis man zu der Person steht, die eben das Baby bekommen hat. Und zwar ist es so, dass wir also ganz viele verschiedene Dinge bekommen haben. Jetzt ist er ja kurz vor Weihnachten geboren und deshalb ist es wirklich einiges geworden. Also ich habe nicht damit gerechnet, dass er so viele Geschenke bekommt, eben auch von Freunden und von Nachbarn. Es lag immer irgendwas vor der Tür, worüber ich mich natürlich wahnsinnig gefreut habe. Und ich habe jetzt hier mal ein bisschen was hingestellt, aber hier unten ist es auch noch relativ voll. Ich denke, das Video wird auch recht lang. Ich wünsche euch schon mal ganz viel Spaß bei diesem Video und los geht's! So, ich musste den Kleinen jetzt gerade mal ablegen, damit ich beide Hände frei habe, um euch die Sachen zu zeigen. Wir starten mit diesem Paketchen hier, was jetzt eben direkt vor mir liegt. Und zwar ist es von meiner Freundin, da habe ich mich sehr drüber gefreut. Sie hat einen Karton genommen, den hat sie mit Geschenkpapier drapiert und war bei DM. Sie hat Sachen gekauft, die ich jetzt benötigen werde für den Kleinen. Zum Beispiel diese Einmalwaschlappen oder Babypuder hat sie rein. Ja, verschiedene Hygieneartikel, da habe ich mich natürlich gefreut. Aber was ich total süß finde, ist, dass sie zum Beispiel noch so ein Stofftier mit rein hat. Das ist dann eben eine bleibende Erinnerung, weil ich die anderen Sachen ja aufbrauchen werde. Sie hat auch noch einen Strampler mit rein, den ich sehr, sehr süß finde. Allerdings ist es ja so, dass die Kinder sehr schnell aus den Sachen rauswachsen. Und deshalb finde ich es gut, wenn man auch Dinge kauft, mit denen das Kind dann später noch was anfangen kann. Zum Beispiel habe ich hier noch dieses Set vom kleinen Prinzen. Das ist erst ab 6 Monate. Wir lieben den kleinen Prinzen. Dazu hatten wir auch viel an unserer Hochzeit. Es steht auch was in unserem Ehering dazu und deshalb fand ich das total süß. Wie gesagt, es ist eben erst ab 6 Monate, aber da freut man sich dann eben auch, wenn man später was bekommt. Klamotten hat er auch wirklich viele bekommen in verschiedenen Größen. Das fand ich auch sehr, sehr gut. Ich zeige euch die gleich im Schnelldurchlauf. Ich habe jetzt hier zum Beispiel auch noch was und zwar von Petit Pateau. Sowas hier finde ich eben auch ideal zum Verschenken. Es ist auch eine etwas größere Größe, also es passt ihm jetzt noch nicht. Also ideal, schaut halt, dass ihr euch vielleicht absprecht mit euren Freundinnen, dass dann die Beschenkte nicht nur die ganz kleinen Größen hat. Wie gesagt, die wachsen halt sehr schnell raus. Hier mit diesen Häschen, also ich mag die Marke sowieso sehr, sehr gerne und es sieht halt auch sehr hochwertig aus. Ansonsten haben wir zum Beispiel auch noch ein Handtuch geschenkt bekommen von unserem Banker. Da habe ich mich auch sehr gefreut. Die Frau hat es uns unten vor die Tür gelegt. Handtücher können die Babys nie genug haben. Also gerade hier mit diesem Teil, ne, da kommt ja das Köpfchen rein, da kann man so schön warm einwickeln. Ihr könntet jetzt hier zum Beispiel noch was für die Badewanne mit dazu tun. Schön einpacken, ne, in Zellophan. Da war jetzt auch noch eine sehr, sehr schöne Karte mit dabei. Fand ich zum Beispiel auch sehr, sehr passend und kann ich auf jeden Fall was mit anfangen. Dann habe ich von meiner Freundin was ganz Tolles bekommen und zwar diesen Bilderrahmen hier. Also das ist so, so eine schöne Erinnerung. Da könnt ihr quasi jeden Monat ein Bild vom Baby reinmachen und dann, wenn es ein Jahr wird, könnt ihr hier ein großes Bild reinmachen. Finde ich total schön. Ich schaue mal, ob ich es finde, dann setze ich es euch mal unten in die Infobox. Also da habe ich mich wirklich sehr drüber gefreut. Sie hat mir dann noch diese Kuscheldecke dazu, die ist ganz, ganz weich von der Firma Feen. Kannte ich vorher nicht. Hier ist noch was Süßes, ne, zum Spielen mit dabei. Also ja, fand ich ganz, ganz toll, als ich das Paket ausgepackt habe. Aber was ich noch süß finde, ist auch, wenn man was selbst macht. Das ist von meiner Nichte. Sie hat uns dann noch so einen großen Wal genäht. Fand ich auch schön. Ansonsten hat uns die Freundin von Max beschenkt mit ganz, ganz süßen Sachen. Also das ist auch voll mein Geschmack. Total goldig hier, ne? Die Hose und das Oberteil, ein Body. Little Dreamer steht da drauf. Da
wir auch hier so ein cooles Teil von unserem Autohaus geschenkt bekommen, von Mini Cooper. Also da habe ich auch erstmal so gestaunt. Ich wusste gar nicht, dass die auch Klamotten herstellen. Ich dachte, die stellen nur Autos her. Kann er jetzt natürlich nicht anziehen, erst dann, wenn er eben etwas älter ist. Ansonsten finde ich es auch süß, wenn ihr zum Beispiel der Mutter was schenkt. Also auch vielleicht so einen kleinen Karton schön mit Geschenkpapier auslegen und dann ein paar Beauty-Produkte reinlegen. Ne? Also das hat zum Beispiel auch meine Freundin gemacht. Also das ist natürlich auch schön, dass man an die Mama denkt. Söckchen hat er bekommen, könnt ihr immer kaufen, kann man nie genug haben. Und diese wunderschöne Hose hier, die habe ich von Mindpunkt bekommen. Und zwar ist die von Benetton. Ganz, ganz goldig. Und eine wunderschöne Kette war da noch dabei. Also die werde ich sehr in Ehren halten, wie alles. Also ich bin da wirklich ganz, ganz pingelig. Ich hebe immer alles auf und freue mich einfach, egal wie groß das Geschenk ist. Ich habe es vorhin schon gesagt. Jedenfalls war diese Kette hier mit dabei. Da stehen die Namen meiner Söhne. Ich habe es euch schon in einem Vlog erzählt. Ihr könnt euch alles bei Mindpunkt gravieren lassen. Also wenn das eben solche Medaillen sind. Ich habe auch ein Herz. Das habe ich auch gravieren lassen. Und das ist eben eine sehr, sehr schöne Erinnerung. Das ist natürlich jetzt was sehr Hochwertiges. Falls Männer zuschauen, das könnt ihr eurer Frau schenken. Da wird sie sich definitiv freuen. Und ich habe dazu auch einen Rabattcode für euch. Und zwar nennt er sich RosellaMir17. Da könnt ihr Geld sparen, schreibe ich euch auch nochmal alles unten in die Infobox. Ansonsten genau wollte ich euch hier noch ein Set zeigen. Und zwar von der Mama, vom besten Freund von Lissandro. Okay, das war jetzt kompliziert. Also liebe Anna, falls du das schaust, herzlichen Dank an dich. Das ist mein Geschmack, also auch ein bisschen größer, damit wir eben länger was von haben. Ihr könnt natürlich auch schauen, wie es eben für euch am besten passt. Also ich habe auch was von Ernstings Family bekommen an Klamotten oder eben das von Patti Patou. Das ist natürlich etwas teurer, aber Ernstings Family finde ich jetzt von der Qualität auch gut. Ne? Also ich werde das dem kleinen Schatz auf jeden Fall anziehen. Schaut mal, wie süß das bitte ist. Dieses Halstuch hier mit dem passenden Mützchen. Dann ist hier Winnie the Pooh. Also da könnt ihr auch mal schauen. Wir haben auch scheinbar richtig schöne Babyklamotten, das wusste ich ja nicht. Ich habe dort noch keine Babyklamotten gekauft, weil ich sie ja eben noch nicht gebraucht habe. Genau, also so viel dazu. Dann haben wir von unseren Nachbarn, das sind übrigens die Lehrer meiner Kinder, total lieb, habe ich mich so, so toll drüber gefreut. Und zwar dieses Schnuffeltuch hier, total goldig, oder? Da wird der kleine Mann auf jeden Fall seine Freude dran haben. Ist jetzt von Siggy Kid. Gibt es ja auch ganz viele verschiedene und damit könnt ihr auf jeden Fall auch nichts falsch machen. Ne? Hier auch sowas zum Beispiel. Ach, das war noch bei Stellas Geschenk dabei. Habe ich euch überhaupt gesagt, dass es von Stella war? Meine Freundin Stella, die mir das geschenkt hat und den Bilderrahmen. Das ist auch eine YouTuberin. Setze ich euch den Link mal unten in die Infobox. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich es dazu gesagt habe. Genau, also so viel dazu dann. Das hier zum Beispiel auch total süß. Es ist nur eine Kleinigkeit, ne? Aber es reicht ja auch. Ich finde, der Gedanke zählt da einfach. Also man muss mir nicht da mit einem riesen Paket ankommen. Ich finde, der Gedanke zählt. Und es war eben auch von Schulkollegin vom Lucky, die Mama. Genau, die hat ihm das mitgegeben. Also da habe ich mich total doll drüber gefreut. Ja, ansonsten habe ich jetzt hier zum Beispiel noch so eine Rassel. Die ist jetzt vom Preis auch nicht so hoch. Und damit kann das Baby, Kind dann später auch noch was anfangen. Ne? Also ja, damit kann man nichts falsch machen, ist geschlechtsneutral, falls ihr, so wie es bei uns eben war, das Geschlecht nicht wisst bis zum Schluss, dann könnt ihr eben was ganz Neutrales kaufen. Ansonsten habe ich noch zwei Pakete bekommen, da war ich recht überrascht, das habe ich nicht so richtig verstanden. Und zwar ist es nämlich derselbe Karton. Und da dachte ich mir noch so, hä? Total komisch. Also es ist eine Firma, also ein Online-Shop, bei dem man Sachen bestellen kann und die das der Person schicken. Also ihr müsst nicht losgehen, was kaufen, vielleicht eben, weil ihr weit weg wohnt. So war es nämlich eben bei meiner Freundin Yvette. Die hat mir das zugeschickt. Und zwar sind da diese kleinen Schülchen drin gewesen. Eine wunderschöne Karte. Und dieser Cardigan hier. Schaut mal, wie schön der aussieht. Voll mein Geschmack. Und dann habe ich eben von Fashion 5
eine Firma, mit der ich zusammengearbeitet habe im letzten Jahr und sehr zufrieden mit deren Klamotten bin, auch so ein Paket zugeschickt bekommen und deshalb konnte ich das nicht so richtig zuordnen. Aber dann bin ich eben dahinter gestiegen, dass es eine Firma ist, die eben Geschenke verschickt. Und ich zeige euch kurz, was es ist. Moment. So, und da ist es. So sieht es aus und der Karton ist eben gleich, deshalb hatte ich mich gewundert. Die Firma heißt Lovely. Genau, und die kannte ich eben vorher nicht. Und ich habe mich so doll darüber gefreut, denn diese Kamera wollte ich eigentlich auch bestellen, aber die war immer ausverkauft, weil ich diese Firma total liebe und deshalb wollte ich die unbedingt. Ich finde halt diese Kamera voll stylisch und es passt halt, ne, so als Bloggerkind. Und zwar ist die von Bloomingwill. Vielleicht kennt ihr diese Marke. Und dazu haben sie mir auch noch so eine wunderschöne Decke von derselben Marke ausgesucht. Und kann ich gar nicht sagen, wie sehr ich mich darüber gefreut habe. Und dann habe ich hier jetzt noch so Plüschtierchen bekommen. Eben wie gesagt, an ein kleines Kind auf jeden Fall immer was mit anfangen. Und hier hatte ich jetzt dann noch Schnuller mit in dem anderen Paket. Das meinte ich eben, ne? Wenn ihr so ein großes Paket macht, einfach zu DM geht oder zu Rossmann. Solche Sachen kann eine Mama definitiv brauchen. Das ist eine Brustwarzensalbe und da könnt ihr auf jeden Fall punkten mit. Da freut man sich. Ansonsten haben wir hier zum Beispiel noch was Selbstgemachtes bekommen. Ich finde ja so handgemachte Sachen, also selbstgemachte Sachen, so, so schön, weil man einfach weiß, dass derjenige sich so viel Mühe gemacht hat und so viel Gedanken dazu hatte. Ne? Also ja, finde ich sehr schön. Ansonsten habe ich noch ein Paketchen bekommen, von dem ich auch nicht weiß, von wem es ist. Es stand nur Claudia drauf. Ich weiß es einfach nicht, von wem es ist. Und das ist so, so schlimm. Die Karte ist auch so, so schön. Also liebe Claudia, falls du das siehst, meine Adresse hast, dann sag mir bitte Bescheid. Also sie hat sich auch sehr viele Gedanken gemacht. Ganz toll finde ich dieses Herz. Und zwar ist da ein Engel dran und da steht der Name unseres Sohnes drauf. Unglaublich, wirklich, wie viel Mühe und Gedanken sich Menschen machen. Also da geht wirklich mein Herz auf. Hier war auch noch eine schöne Karte mit drin und sowas hier zum Beispiel. Da freut man sich halt einfach, ne? Da kann man auf jeden Fall was mit anfangen. Und ihr wisst, dass derjenige sich freut und euch das Geld quasi nicht einfach in der Ecke dann rumliegt. Also mit einem Geschenk, womit derjenige gar nichts anfangen kann. So, dann hat mich auch noch die Firma Nintendo überrascht mit diesem Teilchen hier. Da habe ich mich auch natürlich sehr drüber gefreut. Das ist so, so goldig. Schaut euch mal diesen Body an. Und zwar steht da Newcomer drauf. Der ist jetzt natürlich noch ein bisschen groß, aber das ist gar nicht schlimm. Ich habe es euch ja vorhin schon erklärt. Da freut man sich dann eben, dass man noch was hat, wenn das Kind etwas älter ist, an Geschenken. Und dann habe ich noch was ganz, ganz Besonderes von meiner Freundin bekommen, und zwar ein Armkettchen in Silber. Da steht der Name unseres Sohnes drauf, eben Liam. Und hier ist noch so ein kleines, rundes Teilchen, da ist ein Schutzengel drauf und hinten steht das Geburtsdatum. Es ist jetzt noch ein bisschen groß, aber das sind so Geschenke, die bleiben eben immer. Also das ist eine Erinnerung auf ewig. Dann hat auch die Firma Mulex an den kleinen Liam gedacht. Da habe ich mich sehr gefreut, als ich das Paket gesehen habe. Und zwar ist hier ein Geburtswichtel. Dann habe ich hier noch eine kleine Rassel von Sterntaler. Die wird dann an den Maxi-Cosi kommen. Und eine CD war noch mit dabei. Also das finde ich total lieb, dass die an uns gedacht haben. Das ist nicht selbstverständlich. Genauso wenig wie Nintendo oder Fashion 5. Das sind einfach Kooperationspartner. Und ja, finde ich halt total herzlich, dass sie da an uns gedacht haben. Ansonsten haben wir hier noch was von unseren Nachbarn, also gegenüber. Fand ich auch ganz süß. Lag auch vor der Tür. Und zwar, schaut euch das mal bitte an, wie goldig das ist. Das ist ein Kirschkernkissen. Genau, hier ist es drin. Also, ich habe mich sehr gefreut. Das ist halt so voll mein Style, ne? Auf jeden Fall sehr, sehr schön. Und ganz, ganz viele Karten haben wir bekommen. Die Nachbarn haben uns eben auch eine wunderschöne Karte dazu gelegt. Also schaut euch mal bitte an, wie viele Karten er bekommen hat. Und die kommen alle in eine kleine Kiste. Die hebe ich ihm auf.
Das mache ich immer auch mit Kommunionskarten und zur Firmung und so. Ich hebe das immer alles auf für die Kinder, damit sie eben später noch eine Erinnerung haben. Ach, und hier ist noch ein Schutzengel. Hier steht dein persönlicher Schutzengel. Der war noch an dem Geschenk dran von Lukis Schulfreundin. Die Schwester hat mir auch noch was sehr, sehr Schönes für den Kleinen gekauft. Und zwar dieses Set hier. Auch sehr goldig. Bitte definitiv tragen. Später dann erst. Ansonsten kommen wir jetzt noch zu einem Spielbogen. Den hatte ich euch auch in einem Vlog erzählt. Der ist von Kids Would Love. Also da könnt ihr euch auch mal umschauen. Die haben wunderschöne Kindersachen, gerade so Holzspielsachen. Und diesen Spielbogen von Zebra, den habe ich mir gewünscht. Also da bin ich ewig lang im Internet am Recherchieren gewesen, weil es die Farbe ganz, ganz lang nicht gab. Aber dann habe ich ihn tatsächlich gefunden. Und hier ist zum Beispiel auch noch was von der Firma Zebra oder Zebra, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, hatte ich euch auch schon gezeigt. Das ist eben auch von der Unbekannten, die mir ein großes Paket unten an die Garage gelegt hat. Da war eben auch noch eine Spieluhr dabei, die kann ich euch jetzt nicht zeigen, die ist unten am Maxi-Cosi. Ja, ich denke, dass ich euch jetzt soweit alles gezeigt habe. Da hinten liegen noch ein paar Sachen, ein paar Kleinigkeiten, die würde ich euch dann einfach noch in einem Vlog zeigen. Ich denke, der Grundgedanke ist da, also ihr habt es bestimmt verstanden, dass ihr kleine Spieluhren zum Beispiel kaufen könnt, kleine Rasseln oder eben wenn ihr was Großes sucht, dass ihr derjenigen mit Sicherheit mit einem Geschenk vom Juwelier oder jetzt hier von meinem Punkt definitiv eine Freude machen könnt. Sprecht sie am besten mal an, hört vorher schon ein bisschen drauf, die Wochen vorher, da werdet ihr, wenn ihr eure Antennen ausfahrt, definitiv merken, auf was sie steht, welche Farben, was sie noch braucht, zum Beispiel für den Wickeltisch. Ne, das sind auch immer so Sachen, die man gerne verschenkt und die Beschenkte freut sich dann, weil sie dann nach der Geburt nicht gleich losrennen muss und irgendwelche Windeln kaufen muss, ne, die man dann sowieso benötigt und ja, wie gesagt, da freut man sich dann eben als frisch gebackene Mama. Ja, meine Lieben, ich glaube, das Video ist recht lang geworden. Ich hoffe, dass es euch trotzdem gefallen hat. Vielleicht war ja der ein oder andere Tipp mit dabei. Ja, da würde ich mich definitiv freuen. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn ihr diesen Kanal kostenlos abonniert. Dann verpasst ihr auch keine Videos mehr von uns. Und jetzt räume ich dieses Chaos weg, beziehungsweise bringe die ganze Wäsche runter in die Waschküche. Dann freue ich mich nämlich, dass unser kleiner Schatz die dann tragen wird. Und ja, dann verabschiede ich mich. Macht's gut und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!